Kennst du eigentlich auch das Problem mit diesem Tim Holtz Collage Paper? Das läuft ja im Regelfall wie folgt ab. Man findet dieses Papier irgendwo, dann kauft man sich das in verschiedenen Ausführungen und dann benutzt man das für seine Junk Journal Projekte. Und dann kommt der Tag, an dem man feststellt, dass man sich unsterblich in dieses Papier verliebt hat. Und dann möchte man am liebsten dieses Papier überall hinkleben, nicht nur auf seine Junk Journal Projekte, Karten, hier so Journaling Karten, Tags und so weiter, sondern man möchte das am liebsten überall hinkleben, weil das so wunderschön ist. Ich würde sagen, es ist an der Zeit, eine Lösung zu finden für dieses besagte Problem mit diesem Collage Paper. Und deshalb werde ich euch heute ein Projekt zeigen, was nichts mit Junk Journaling zu tun hat. Und zwar werde ich aus diesem Collage Paper und ein bisschen Holz einen Fensterrahmen bauen. Hallöchen, Luise Heinzel hier. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Junk Journal Art. Heute mit einem etwas anderen Tutorial. Ich hatte euch das schon angekündigt in einem meiner letzten Videos und jetzt ist es endlich soweit. Einige von euch haben sehr lange darauf warten müssen. Entschuldigt bitte diese Umstände. Ich bin hier momentan immer noch so ein bisschen in so einem baustellenartigen Zustand und es hat sich sehr viel Staub und anderer Dreck in meiner Bude hier befunden. Deswegen gibt es das Tutorial erst jetzt, aber nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich, dass ihr euch darüber freut und dass es vielleicht eine Anregung ist für den einen oder anderen, wenn ihr euch auch sowas machen wollt. Also, zunächst einmal zu dem Material. Ich habe hier zwei verschiedene Varianten von diesem Collage Paper. Einmal ist das dieses hier, das heißt Entomology, ich weiß immer nicht genau, wie man das ausspricht. Das ist das hier mit diesen Schmetterlingen und den Motten drauf. Ich zeige es euch gleich nochmal in ausgerolltem Zustand. Und zum anderen habe ich dieses hier mit den Zahlen drauf. Das heißt Typeset Schrägstrich Composer. Ich werde euch, sofern ich das finden kann, auf Amazon dieses auch unten in der Infobox verlinken. Es ist manchmal nicht so einfach, das auf Amazon zu finden. Falls ihr den Link also nicht in der Infobox findet, dann gibt's das im Moment auf Amazon nicht. Ihr könnt das aber auch in anderen Online-Bastelshops finden, wenn ihr großes Glück habt. Ihr wisst ja, wie das ist mit diesem, hier, Tim Holtz und so, ist ein bisschen schwierig auf Amazon zu finden. Ich habe dieses hier von Bastelwelt Schobes. Also, falls ihr da schauen wollt, da werdet ihr es mit Sicherheit auf jeden Fall finden. Es sei denn, es ist auch da schon wieder ausverkauft. Das ist scheinbar so beliebt. Ja, ihr wisst schon. So, dieses hier, Entomology. Das schaut folgendermaßen aus. Das hat hier so Schmetterlinge und anderes, so Käfergetier, so Motten und so weiter drauf und auch solche Schrift. Wenn ihr das hier bisher noch nie gesehen habt, ihr werdet feststellen, dass ihr diese Motive hier auch in der Tim Holtz Stampers Anonymous Collection findet. Es gibt auch diese einzelnen Dinger hier als Klingstamps. Also, ne, die Schmetterlinge und dieses hier und diese Schrift und so weiter. Das meiste davon, dieses ist, glaube ich, aus dem Field Notes Stamp Set und dieses hier glaube ich auch. Nur ist es hier etwas größer und das hier ist auch etwas größer. Aber diese ganzen Dinge hier, die findet ihr auch in den Stempelsets, sodass das auch ganz gut dazu passt, falls ihr das irgendwie kombinieren wollt. Das ist ein sehr dünnes Papier. Deswegen heißt das ja auch Collage-Papier. Also das lässt sich sehr gut reißen und auch für Collagen sehr gut aufkleben. Das ist ein kleines bisschen transparent. Vielleicht seht ihr hier schon meine Finger dadurch, sodass das, was man darunter hat, noch so ein bisschen durchscheint. Diese Tatsache sollten wir für dieses Projekt, was ich hier heute vorhabe, auch im Hinterkopf behalten. Dazu sage ich euch gleich aber noch mehr. Das andere, das Typeset, das schaut so aus. Es hat so Zahlen drauf. Na komm schon. Und auch dieses hier, auch diese Zahlen findet ihr in den Klingstamp-Sets wieder aus der Stampers Anonymous Collection. Diese 755 zum Beispiel, die kennt ihr mit Sicherheit. Die gibt es in sehr viel kleiner, auch in dem Field Notes Stempelset. Und auch dieses hier zum Beispiel gibt es als Stempel. Also das ist offensichtlich aus den anderen Designs, die er da so gemacht hat, zusammengesetzt.
Und das Gute daran ist, dass man diese beiden Papiersorten oder auch die anderen, die es davon noch gibt, auch sehr gut miteinander kombinieren kann. Wenn ich das mal hier so hinlege, dann seht ihr, das passt sehr gut zusammen. Ich finde, dieses hier ist ein bisschen filigraner, da ist alles ein bisschen kleiner und hier ist es etwas gröber, aber dadurch, dass hier auch so filigrane Elemente drin sind, kann man das sehr gut miteinander kombinieren. Ich finde, das passt ganz gut zusammen und genau das ist auch das, was ich heute für meinen Fensterrahmen tun möchte. Dafür rolle ich mir das erstmal hier nochmal auf, damit mir das hier nicht im Weg umeinander liegt und vor allen Dingen nicht irgendwo festklebt, wo ich das nicht haben möchte. So. Und jetzt habe ich mir einfach Holzleisten geschnitten, die hier an der Seite eine Gärung haben. Also ich habe quasi das Äußere von meinem Fenster abgemessen, also den äußeren Umfang sozusagen. Und dann habe ich mir solche Holzleisten genommen und die einfach auf Gärung geschnitten, sodass vier von denen, wie ihr seht, ich habe hier vier Stück, später zusammengesetzt einen Rahmen ergeben. Mein Tisch ist leider so klein, dass ich euch das nicht so ganz zeigen kann, aber das geht dann später so aneinander. Könnt ihr euch vorstellen, ne? Schaut aus wie so ein Bilderrahmen. Das hier ist eine ganz normale Holzleiste, die ist unbehandelt, die ist hier relativ glatt, wie man sehen kann und das würde ich auch euch empfehlen, ein möglichst glattes Material zu nehmen. Ihr könntet zum Beispiel auch einen alten Bilderrahmen verwenden oder irgendwelche anderen Holzleisten, die ihr habt. Wenn die aber... Oh, Entschuldigung. Wenn die aber auf der Oberfläche entweder rau sind, würde ich vorschlagen, das abzuschmirgeln, sodass eine relativ glatte Oberfläche entsteht. Dann habt ihr es leichter, das Papier da drauf zu kleben, was ich jetzt gleich machen werde. Wenn der Untergrund dunkel ist, würde ich euch empfehlen, das aufzuhellen, indem ihr das anpinselt. Und wenn der Untergrund schon vorher lackiert war, dann würde ich euch auch empfehlen, das anzuschleifen und das zu grundieren. Zum Beispiel mit zum Beispiel mit Gesso würde das gehen oder natürlich mit Acrylfarbe oder jeglicher anderen Farbe, die auf Holz hält, sodass ihr einen gleichmäßigen glatten Untergrund bekommt. Und dann solltet ihr euch auch überlegen, da dieses Papier etwas durchscheinend ist, wie ihr hier sehen könnt, wie wollt ihr das haben? Ja, also hier kommt die Holzmaserung später relativ stark zum Vorschein. Diese Bretter hier sind verhältnismäßig gleichmäßig, aber zum Beispiel hier seht ihr diese Äste, die hier drin sind. Und wenn ich das da drauf klebe, dann muss ich natürlich damit leben, dass man das später ein bisschen dadurch sieht. Kann man das sehen? Also hier zum Beispiel, da scheint das ziemlich durch. Und wenn ihr jetzt ein Holz habt, zum Beispiel von einem recycelten oder in dem Fall abgecycelten Bilderrahmen oder so, und ihr habt da irgendwelche Muster wohl möglich oder dunkle Farbe, dann überlegt euch vorher, ob ihr das noch irgendwie behandeln wollt, denn ihr werdet das später ansonsten dadurch sehen und das möchte man ja nicht unbedingt immer haben. Bei mir ist es jetzt hier so, dass meine Wände hier in meiner Hütte hauptsächlich auch aus so einem hellen Holz bestehen und das ist unbehandeltes Holz. Das heißt also, ich möchte für mein Projekt jetzt diesen Look haben, dass ich diese Holzmaserung dadurch sehe. Wie gesagt, überlegt euch das vorher, ihr werdet jetzt gleich sehen, dass man das relativ stark später dadurch sieht. Auch wenn das in trockenem Zustand so draufgelegt erstmal gar nicht so sichtbar ist, aber wenn man es draufgeklebt hat, dann sieht man das relativ stark dadurch. Zum Aufkleben werde ich jetzt hier dieses Liquitex Mattgel nehmen. Das ist ein Mattmedium. Das werde ich zum Aufkleben verwenden und auch zum Versiegeln später. Wenn ihr das auftragen wollt, dann empfiehlt sich ein Pinsel, der relativ weiche Borsten hat. Dieser hier ist jetzt etwas feucht, deswegen sieht man das nicht so gut, aber ich denke, ihr könnt das erahnen. Der hat sehr, sehr dünne und flauschige, ganz, ganz weiche Borsten, sodass, wenn ihr das auftragt, ihr euch keine Rillen mit dem Pinsel in den Kleber macht. Was ich nicht empfehlen kann, ist so ein gröberer Pinsel. Ihr seht schon, hoffentlich, da sind die Borsten so richtig krass extrem borstig. Also
Wisst ihr, was ich meine? Wenn ihr damit dann über dieses Holz geht, dann streicht ihr euch mit dem Pinsel so Rillen in den Kleber rein und dann könnt ihr das nicht gescheit aufkleben und später beim Versiegeln, also wenn ich das Papier drauf habe und gebe noch eine Schicht von dem Mattmedium drauf, dann ritzt ihr euch da so richtig Spuren rein, was unter Umständen nicht so gut sein könnte, wenn insbesondere dann, wenn ihr einen Raum habt, der relativ hell ist und Licht auf diesen Rahmen strahlt, dann kann es sein, dass man das sieht. Obwohl das matt trocknet, kann es sein, dass ihr diese Struktur einfach seht. Kann auch gewollt sein, natürlich. Aber ich möchte das hier nicht haben, und ich möchte euch natürlich darauf hinweisen, dass ihr da nicht, irgendwelche üblen Erlebnisse habt. So, ich werde jetzt das hier mal nehmen und jetzt lege ich mir das erstmal hier so drauf. Hier auf der einen Ecke halte ich mir das hier so fest, dass es ein ganz kleines bisschen übersteht, vielleicht so 2 Zentimeter oder so. Aber das kommt jetzt erstmal nicht so drauf an. Dann reiße ich mir das hier ab. Und bevor ich das jetzt aufklebe, überlege ich mir, wie ich das haben möchte. Ich möchte gerne, dass hier diese 755 bzw. die 7 und die 5 so ziemlich so zu sehen sind. Und ich achte natürlich auch darauf, dass ich hier um die Kante drumherum komme. Also es würde reichen, wenn das Papier bis hier gehen würde, sodass ihr die Kante mit erwischt habt, denn die sieht man ja später von der Seite. Wenn das so an der Wand hängt, dann sieht man ja diese Kante hier. Und ja, ihr könnt es halt so machen, dass das hier so abschließt. Oder, so wie ich es mache, ich klebe das so ein bisschen auf die Rückseite, dass ihr da so einen ganz kleinen Streifen auf der Rückseite auch noch habt, dass es komplett um die Kante drumherum geht. Ich finde das irgendwie am einfachsten zu handhaben, aber das könnt ihr natürlich machen, wie ihr möchtet. Und so hat man natürlich jetzt auch die Möglichkeit, das noch so ein bisschen zu variieren, je nachdem, wo man das liegen haben möchte. Also, ich denke mal, wir machen das hier für das erste Mal so. Jetzt nehme ich mir diese Linien, die hier sind, ungefähr als Anhaltspunkt. Und dann drücke ich mir das einmal ganz vorsichtig hier so drauf, dass ich ungefähr hier, wo das gerade ist, ne, so einen Knick kriege. Der Knick muss nicht, wer weiß, wie doll sein, aber das hilft, wenn man das gleich aufkleben will. So, dann nehme ich mir das und drehe das hier so um. Und dann nehme ich mir hier etwas von meinem Mattmedium und trage das hier in einer relativ dünnen Schicht auf. Also das muss nicht, wer weiß, wie dick sein. Wenn ihr das zu dick auftragt, dann habt ihr Probleme, das Papier festzukleben, ohne dass es sich wellt. Das ist ja so ganz flutteriges Papier. Und wenn diese erste Schicht hier zum Aufkleben zu dick ist, dann habt ihr Probleme, das festzukleben. Also Mattmedium klebt sehr gut, trocknet sehr schnell. Deswegen müsst ihr das auch relativ zügig machen. Oder das heißt, müsst ihr, müsst gar nichts. Ich würde empfehlen, das relativ zügig zu machen, damit euch das nicht jetzt trocknet, bevor ihr das Papier drauf tut. Und dann nehmt ihr das. Und jetzt versuche ich mir das hier mit meiner vorher geknickten Kante da so anzulegen. Und das hier, möglichst in einem Rutsch so drauf zu kleben. Ja. Ganz toll, Luise. Hier voll der Vorführeffekt. Wenn ihr da so kleine, wie sagt man da, Unebenheiten drin habt, ist das nicht so schlimm. Das sieht man später nicht, weil das Holz ja auch seine Struktur hier so durchscheinen lässt. Das sieht man nicht, aber es ist jetzt nicht empfehlenswert, es draufzukleben und festzustellen, oh, das ist ein bisschen schief oder so, und wieder runterzuziehen, dann zerstört ihr euch im Regelfall das Papier. Also bei mir ist es jetzt nicht hundertprozentig gerade, aber ich lebe in diesem Fall damit. Auch wenn mich das gerade ein bisschen aufregt, weil bei den anderen habe ich es relativ gerade hingekriegt, die ich schon gemacht habe. Ich habe insgesamt 3 Fenster, die ich so bestückt habe. Und jetzt regt mich das gerade ein bisschen auf, aber das wird man später nicht sehen. Jedenfalls ist das keine gute Idee, das Papier wieder hochzunehmen, weil dann kann es passieren, dass euch das reißt. Und wenn ihr es wieder, selbst wenn es nicht reißt, wenn ihr es dann wieder runter macht, habt ihr auf jeden Fall so voll die kritzelige Struktur. Das wälzt sich wie verrückt, wenn es erst einmal feucht ist. So, und damit ich das
jetzt umdrehen kann, ohne irgendwelche Probleme, werde ich das hier erstmal trocknen. Man kann das Luft trocknen lassen. Das dauert natürlich verhältnismäßig lange, bis das da, ne, mit dem Holz und so weiter alles so ein bisschen eingezogen ist. Dauert relativ lange. Ich werde es jetzt gerade mit dem Föhn trocknen, sodass wir hier weitermachen können. So, das ist nicht hundertprozentig trocken jetzt, aber zumindest so trocken, dass ich es umdrehen kann, ohne dass es mir festklebt irgendwo. So, dann nehme ich mir das und falte mir diese Kante hier vorsichtig nach hinten, sodass ich sicher gehen kann, dass ich jetzt auch in diesen Schlitz hier meinen Kleber hineingeben kann und dass ich den vor allen Dingen da treffe. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ihr in diesem Ritz hier keinen Kleber habt und ihr schlagt das rum und später merkt ihr, oh, das ist da nicht gescheit festgeklebt, dann habt ihr da keinen Spaß dran. Ist mir nämlich schon passiert. So, jetzt gebe ich das hier so drauf und ich fuchtel da mit dem Pinsel jetzt auch so ein kleines bisschen über das Papier, sodass ich wirklich sicher gehen kann, dass in diesem Ritz hier genug Kleber ist. Und wenn ich das habe, kann ich es entweder schon rumklappen, also das Papier, oder ich lege es mir so rum hin. Ich habe jetzt noch nicht rausgefunden, was wirklich praktischer ist. Es geht beides. Man kann zuerst die andere Seite festkleben und dann diese Seite. Das ist eigentlich relativ wurscht. Es geht jetzt nur darum, dass wir das sehr gleichmäßig und ordentlich um diese Kante drum herum kriegen, um später einen schönen Abschluss dazu haben. Dafür fange ich hier so mittig an und dann ziehe ich das mit den Fingern so erstmal zu mir hin. Sorry. Und es ist eine gute Idee, so, also ne, die Hand so hochzunehmen, dann draufzulegen und dann so zu euch hinzustreichen, weil dann kriegt ihr da nicht irgendwelche komischen Falten zu den Seiten hin. Und ich habe jetzt in der Zwischenzeit festgestellt, wenn man so ganz leicht mit so einem Roller hier drüber geht, dann ist das gar nicht so eine schlechte Idee. Passt auf, dass ihr nicht Kleber an dem Roller habt, weil dann zerreißt ihr euch das Papier. Dann können wir das so rum hinlegen und das genauso hier zu uns hinstreichen. Und wenn ihr jetzt hier noch so Stellen habt, wo kein Kleber ist, dann könnt ihr da entweder noch Kleber drunter machen oder ihr könnt das natürlich jetzt hier auch vorsichtig abreißen und diesen Überschuss, der ja hier hinten nicht notwendig ist, als Collagematerial zum Beispiel verwenden. So, dann drehe ich mir das um. Vorsichtig. Ich habe das jetzt hier nicht getrocknet, das ist nicht so schlau. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Hier auf dem Holz geht das. Deswegen habe ich extra diese zwei Holzleisten hier drunter gelegt. Passt auf, dass ihr euch das nicht zum Beispiel auf so einen dreckigen Tisch wie meinen hier stellt. Ich habe hier Farbe und alles Mögliche drauf. Wenn ihr das in feuchtem Zustand da drauf stellt, dann kann es passieren, dass ihr die Farbe später an dem Papier kleben habt. Der sicherste Weg ist, das zwischendurch zu trocknen. Was ich jetzt nicht getan habe, zugegebenermaßen. Nicht so schlau. Luise, das machst du beim nächsten Mal anders. Bei dem nächsten Brett. Bei allen anderen hast du das schließlich auch so gemacht. Es gibt keinen Grund, das jetzt nicht so zu machen. Weil, ja, wir wollen ja keine bösen Überraschungen erleben. So, das pinsel ich jetzt hier auf genau die gleiche Art und Weise auch ein, sodass ich diese kleine Kante da auch noch festkleben kann. Und ihr könnt natürlich auch. Wenn ihr jetzt sagt, ja, aber ich habe ja kein Fenster, bei dem ich das machen kann oder so, dann könnt ihr das natürlich auch zum Beispiel mit Bilderrahmen oder so machen. Oder eben bin ich zur Tür reingekommen und habe mir gedacht, oh, da hängt ja so ein Spiegel, der hat so einen weißen Rahmen außen rum. Da könnte man das zum Beispiel auch machen. Oder ich habe es auch jetzt schon gemacht bei einem Regal. Das blende ich euch mal hier ein. Das habe ich neulich am Müllplatz gefunden, hier beim Campingplatz. Und das habe ich dann ja sozusagen abgecycelt. Bin ganz stolz auf dieses Regal. Da habe ich auch genau dieses gleiche Papier hier verwendet, nur mit dem Unterschied, dass ich da dann die Flächen, auf die ich das aufgetragen habe oder aufgeklebt habe, vorher abgeschliffen habe. Also ich habe das komplette Regal abgeschliffen und dann habe ich die Flächen, wo ich dieses Papier haben wollte, mit
weißer Kreidefarbe angestrichen. Man könnte auch weißer Acrylfarbe oder etwas anderes nehmen, aber die hatte ich da gerade noch so rumliegen, sodass der Untergrund komplett weiß ist. Und dann habe ich das Papier draufgeklebt, damit dieses braune, diese originalbraune Farbe von dem Regal nicht durchscheint. Passt auf, was ihr für einen Untergrund habt. Also wie gesagt, dieses Holz, was ich hier jetzt für dieses Projekt verwende, das lässt sich relativ leicht bekleben. Wenn ihr euch nicht sicher seid, probiert lieber an einem kleinen Stück Holz der gleichen Art aus, ob sich das gut aufkleben lässt und ob es nicht wieder abfällt nach ein paar Tagen, wenn es getrocknet ist. Alles, was lackiert ist, würde ich vorher anschleifen und im Zweifel dann weiß streichen oder so, wenn das zu dunkel ist, der Lack, und dann das Papier draufkleben. Bei meinem Regal hier habe ich jetzt auch noch zusätzlich Gilding Wax verwendet und Distress Oxide Ink, so eine schwarze, weil dieses Regal hängt hier in einem Bereich, wo ich das nicht feucht abwischen können muss. Distress Oxide Ink ist ja wasserlöslich, das heißt also, wenn ich das bei meinem Fensterrahmen auch machen würde, hätte ich das Problem, dass ich das nicht versiegeln kann ohne Probleme. Mit Mattmedium kann ich sowieso nicht versiegeln, dann verschmiert mir das höchstwahrscheinlich. Vielleicht nicht, wer weiß wie stark, aber es schaut dann komisch aus. Und das möchte ich nicht riskieren. Mit einem Sprühversiegler würde wahrscheinlich etwas Ähnliches passieren und dieser typische Distress-Effekt würde mir verloren gehen. Deswegen habe ich jetzt für die Küche darauf verzichtet, weil da kann es mal vorkommen, da stehen zum Beispiel meine Pflanzen auf dem Fensterbrett, da spritzt man vielleicht mal mit irgendwas lang. Ich habe da auch zum Beispiel Tomaten und Bananen und sowas in der Nähe vom Fensterbrett liegen, wenn da vielleicht mal irgendwelche Viecher, so kleine Fliegen oder was weiß ich, kommen, ja? Ich bin ein bisschen paranoid, ich weiß. Oder ich spritze da aus Versehen mit irgendwas dran, dann kann ich meinen Fensterrahmen feucht abwischen. Bei dem Regal hier ist das im Regelfall nicht notwendig, weil da nichts spritzen kann. Und deswegen habe ich da eben mit Gilding Wax und der Distress Oxide Ink gearbeitet. Aber wie gesagt, das könnt ihr variieren, wie ihr möchtet. Und ich finde auch, bei dem Regal passt es besser hier in meinen Bastelbereich, weil der hängt jetzt wirklich hier in meinem Arbeitszimmer. Und die Fensterrahmen in der Küche. Da, also die ganze Küche hat ein bisschen so einen anderen Look. Meine Küchenfronten sind relativ, ja, wie soll ich sagen, ruhig und auch der ganze andere Raum ist eher ein bisschen so gemütlicher und nicht so abgeranzt, wie vielleicht so ein Bastelzimmer aussieht. Also ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie für euch Sinn ergibt. So, wenn wir das jetzt hier getrocknet haben, dann reiße ich mir, also weil wir müssen ja jetzt das hier noch irgendwie um diese komische Kante hier kleben, an dieser Gärung hier. Ich reiße mir jetzt das Papier hier einfach ab, was hier übersteht. Und zwar so, dass in etwa 2 bis 3 Zentimeter da überstehen. Das kommt nicht so drauf an. Das hier schmeißen wir natürlich nicht weg. Da freuen wir uns, dass wir hier Collage-Material für die nächste Collage haben. Und dann drehe ich mir das mal so rum. Wie mache ich das jetzt, dass ihr das sehen könnt? Er ist gar nicht so einfach unter der Kamera. Jetzt haben wir hier so eine kleine Tasche und hier so eine kleine Tasche. Das festzukleben war bei den ersten Brettern, die ich gemacht habe, echt eine Schwierigkeit. Aber jetzt habe ich herausgefunden, wie das vernünftig geht. Ihr streicht zuerst hier hinein. Ihr könnt da auch ruhig ein bisschen an das Papier streichen. Also das sieht jetzt ein bisschen unbeholfen aus, was ich hier tue. Das liegt an der Position, wie ich das hier festhalten muss. Sorry. Also ich streiche das zuerst mal unter das Papier und auf das Holz. Und dann streiche ich zunächst einmal das, was vorher hier hochgestanden ist, hier drauf, auf diese Kante. Genau das gleiche hier unten auch, sodass jetzt hier so eine kleine Lasche entsteht und hier haben wir diese kleinen Laschen. Dann sorge ich dafür, dass hier nochmal vernünftig Kleber ist und klebe das hier so rum, sodass das hier vernünftig aussieht. Am wichtigsten ist mir dabei natürlich diese Kante hier. Das da, das sieht man ja später nicht, weil da Gärung auf Gärung kommt. Also das Holz berührt sich ja an dieser Stelle. Später, Moment, später wird das ja so aneinander sein. Das heißt also, diese kurze Fläche hier, die sehen wir ja später nicht. Aber ich muss diese Kante irgendwie gescheit hinkriegen, sodass, wenn das da aufeinander stößt, das nicht komisch aussieht. Und deshalb klebe ich das auch eben auf diese Fläche hier drauf, auch wenn ich da ein bisschen von diesem heiligen Papier da verschwende. Und das andere kann man dann einfach, wie es gerade so kommt, nach hinten so umschlagen und auch festkleben. Oder man könnte das natürlich hier auch abreißen, wenn einem das da im Weg ist oder man das nicht festgeklebt kriegt. Das ist so ein bisschen tricky hier. So, das gleiche, wenn ich das hier habe, mache ich jetzt auf der anderen Seite auch. Da reiße ich mir jetzt auch wieder
hier so ein bisschen was ab, sodass noch so ungefähr 2-3 cm überstehen. Das kommt zum Collage-Fodder, auch der hinterletzte kleinste Schnipsel. Und dann mache ich das hier wieder genauso. Zuerst diese Fläche hier, da hinein in diese kleine Tasche und auf der anderen Seite auch. Dann das hier runter und das hier runter. Und dann zuerst dieses hier, was von der schönen Seite sozusagen kommt. Und dann die andere Seite. Übrigens, was auch eine coole Sache ist, ist, wenn man zum Beispiel ein Schlüsselbrett damit bestückt. Auch das habe ich getan. Ich habe so ein Peterbilt Zeichen gehabt und habe das kombiniert mit meinem Schlüsselbrett oder auch zum Beispiel Garderoben oder so, haben doch manchmal oben so eine Holzleiste, wo dann die Haken rauskommen. Das könnte man zum Beispiel auch damit bestücken und dann schaut das schön aus. So, als nächstes, das hier ist ja schon relativ trocken. Ihr müsst aufpassen, dass ihr, also ich habe das ja eben angeföhnt. Das hier ist jetzt schon so medium trocken. Ich will das jetzt versiegeln. Ihr müsst aufpassen, dass das nicht zu feucht ist, bevor ihr die nächste Schicht auftragt. Denn wenn ich jetzt hier mit dem Pinsel rübergehe, will ich das so ein bisschen einmassieren, dass das wirklich richtig schön da drauf ist, keine Spuren von meinem Pinsel irgendwie zu sehen sind, sondern dass das wirklich eine gleichmäßige Oberfläche ist. Wenn der Untergrund zu feucht ist, kann es sein, dass wenn ihr jetzt das so einmassiert mit dem Pinsel, dann drückt ihr ein bisschen drauf, dass euch das Papier wegreißt. Also, ne, das sollte so, wenn ihr drauf fasst, kann sich das leicht kühl anfühlen, dann wisst ihr, das ist noch nicht ganz trocken, aber es sollte einigermaßen trocken sein, bevor ihr das jetzt versiegelt. Und dafür gehe ich einfach hier mit dem Mattmedium jetzt so drüber und verteile das komplett auf der ganzen Oberfläche. Und zwar streiche ich das zuerst einmal so in beide Richtungen und natürlich auch hier an der Seite. Und dann, wenn ich das hier so verteilt habe, gehe ich dann nochmal so längs drüber, dass ich mit der Maserung von dem Holz meinen Pinsel bewege. Und wenn ich merke, oh, das ist schon gut so, dann werde ich mit meinem Schwung hier immer, also ich habe dann viel, viel weniger Druck. Ich gehe hier nur noch so ganz leicht drüber, als würde ich das so streicheln, so dass ich da möglichst keine Spuren von dem Pinsel habe. Mit so einem weichen Pinsel passiert das im Regelfall nicht, aber es kann natürlich trotzdem passieren, wenn ihr da an einer Stelle zum Beispiel zu viel von dem Mattmedium aufgetragen habt, so wie ich jetzt hier zum Beispiel, das ist ein bisschen zu viel, dann streicht das einfach woanders ab und versucht, das ein bisschen wieder runterzunehmen, beziehungsweise so gleichmäßig wie möglich zu verteilen. Später wird man das nicht sehen, aber wenn ihr so unterschiedliche Bewegungen mit dem Pinsel macht, dann kann es sein, dass man das später sieht. Also, wisst ihr, wie ich das meine? Ich glaube schon. Ja, so, das machen wir jetzt hier auch noch komplett. Und die Kanten werde ich natürlich auch noch damit einpinseln. Passt auch auf, dass euch jetzt nicht in diesem Schritt das irgendwo festkleben bleibt. Also ich mache das meistens jetzt hier so, also ich habe ja schon mehrere von diesen Brettchen gemacht, dass ich zuerst diese Oberfläche einbalsamiere, das trocknen lasse und dann die Kanten versiegle. Das ist mir sicherer, damit ich nicht irgendwo in Gefahr laufe, kleben zu bleiben an meinem Tisch oder wo auch immer oder auf der Unterlage, wo man es drauf liegen hat. Und dann kann man das in Ruhe trocknen lassen und später kann man dann die Kanten noch machen. So, und das werde ich jetzt für die anderen drei Brettchen, für das da, für dieses und für das hier, wiederholen, sodass alle mit diesem Papier hier eingeklebt sind sozusagen. Und ich habe das jetzt so gemacht, dass ich immer für die Seiten, also links und rechts von diesem Rahmen, das Papier mit den Zahlen genommen habe. Und zwar einmal richtig rum und einmal falsch rum, also auf dem Kopf sozusagen. Und oben und unten werde ich das andere verwenden mit den Schmetterlingen. Auch so, dass das eine quasi richtig rum ist und das andere falsch rum. Ich zeige euch das später, wie das dann am Fenster montiert aussieht, sodass ihr sehen könnt, warum ich das so gemacht habe. Weil dann schaut das Ganze nicht so langweilig aus. Denn dieses Muster, was auf dem Papier ist, das hat einen sehr kurzen Abstand, wo es sich wiederholt. Also wenn ihr hier mal schaut, hier ist die 755, die ziemlich auffällig sichtbar ist, da. Und hier,
Das blendet jetzt gerade ein bisschen, aber ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Hier ist es schon wieder. Und ich möchte nicht, dass das überall so gleichmäßig aussieht. Deswegen variiere ich das ein bisschen so, je nachdem, wo ich das hinklebe, und so in dieser Richtung. Und ich wechsle beide Papiere miteinander ab, diese zwei verschiedenen Muster, und klebe es einmal richtig rum und einmal auf dem Kopf. Also das muss Variation genug sein, weil mehr ist wahrscheinlich hier bei diesem Projekt nicht möglich. Aber ihr werdet später sehen, dass das ganz cool aussieht. Ich mache jetzt die anderen drei fertig und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Hier seht ihr eins von drei Fenstern, an das ich jetzt diesen dekorativen Rahmen anbringen möchte. Dieses Fenster ist etwas strange, weil es eigentlich keine Funktion hat. Das hier ist der ursprüngliche Eingang zu diesem Tiny House hier. Und das war hier mal das Fenster zum Flur. Wenn ich jetzt hier reingucke, wenn das denn scharf wird, sorry, sieht man da hinten meinen Arbeitsbereich. Das heißt also, dieses Fenster hat keine Funktion, ne, nach draußen irgendwie zu funktionieren, sondern das ist ja eigentlich nur so ein, ja, wie soll ich sagen, Lichtdurchlasser oder sowas in der Art. Bei dem zweiten Fenster da hinten habe ich den Rahmen bereits angebracht. Entschuldigt bitte dieses grausige Licht. Es ist von draußen gerade so hell. Ich habe schon 10-mal probiert, das hier zu filmen. Es geht fast überhaupt nicht. Vielleicht könnt ihr das erahnen. Hier ist der Rahmen schon dran. Ich zeige euch das aber gleich im fertigen Zustand bei dem anderen Fenster nochmal, wo man das dann etwas besser sehen kann. Hier kommt gerade das Licht so stark hinein, dass ich das fast gar nicht filmen kann. Und hier befinde ich mich jetzt in meinem Flur. Da ist jetzt der neue Eingang, nachdem wir das alles hier umgebaut haben. Und hier ist jetzt meine Küche. Entschuldigt bitte dieses Chaos da. Ich bin hier noch nicht so ganz fertig und das ist noch nicht alles wirklich aufgeräumt. Und das hier ist das dritte Fenster so gesehen, was wir damit bestücken wollen. Ich versuche mal ein bisschen rauszuzoomen, dass ihr das besser sehen könnt. Und die Problematik ist jetzt hier, dass wir sowohl das Fenster als auch den kompletten restlichen Raum selber gemacht haben. Also das heißt, alles, was ihr hier seht, haben wir selber mit unseren eigenen Händen und unseren eigenen Möglichkeiten aufgestellt. Dieser Bereich wurde komplett abgerissen und wieder neu aufgebaut. Und dementsprechend kann es natürlich sein, weil Holzbalken sind gelegentlich schief, wenn man sie kauft, also etwas verzogen in sich. Es kann jetzt sein, dass das hier nicht hundertprozentig 90 Grad ist. Das heißt, ich muss das so ein bisschen hinfrickeln, dass es später gut aussieht und das so ein bisschen ausbalancieren einfach. Ich empfehle, eine Wasserwaage zur Hand zu haben, sodass man sich nicht auf den eigentlichen Rahmen verlassen muss. Also selbst wenn ihr jetzt ein vom Profi gebautes Fenster habt oder in einer normalen Wohnung oder so, kann es trotzdem sein, dass das etwas schief ist. Also nehmt euch eine Wasserwaage zur Hand und dann braucht ihr natürlich etwas, wo ihr das, mit dem ihr das dran tackern könnt oder dran kleben. Ich habe mich für Tackern entschieden. Und dafür werde ich dieses monströse Gerät hier verwenden. Das ist so ein Mega-Tacker. Fragt mich nicht, wie das richtig heißt. Es hat da vorne so eine Pistole, wo die Tackernadeln rausgeschossen kommen. Und wenn ich das allerdings in die Steckdose stecke, ist das mega laut. Das heißt also, ich werde das jetzt machen und dann euch das Ergebnis zeigen, weil sonst fallen euch die Ohren ab. Also dieses Teil ist so laut, dass man es fast gar nicht ertragen kann. Das möchte ich euch nicht antun. Ja, also ich tacker das mal gerade da dran, in der Hoffnung, dass das einigermaßen gerade wird und dann zeige ich euch gleich das Ergebnis. So, da bin ich schon wieder. Das war verhältnismäßig easy peasy, das alleine da dran zu machen. Habe ich zuerst gar nicht gedacht. Es ging ganz gut, aber ich würde euch trotzdem empfehlen, jemand zweiten zur Hand zu haben, der euch das gerade festhält. So schaut das Ganze jetzt aus. Ich versuche mal ein bisschen rauszuzoomen. Oh, das geht nicht mehr. Weiter zurück kann ich leider nicht gehen. Sorry. Ich hoffe, ihr könnt einen Eindruck von dieser Wand jetzt gewinnen und den Unterschied zu vorher sehen. Ich finde, das passt hervorragend zu diesem grauen Laminat, was ich hier unten so senkrecht an der Wand habe. Und ich bin sehr überrascht, wie das mit dieser Leiste hier wirkt. Die ist hier, damit der Übergang von dem Laminat auf dieses Holz nicht so komisch aussieht, weil hier ist natürlich der Schnitt, beziehungsweise ist hier die Nut von diesem Holz, und das Laminat ist in die Nut reingesteckt und hier ist diese Leiste drauf, damit dieser Übergang nicht so bescheuert aussieht. Und ich finde, das stört überhaupt nicht, dass das jetzt so auf dieser Leiste drauf sitzt. Im Gegenteil, das schaut irgendwie ganz interessant aus. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich vielleicht links und rechts noch irgendwas hinhänge, vielleicht irgendwas Kleines, was ich selber gemacht habe oder so, oder etwas, was ich geschenkt bekommen habe. Ich habe da noch so kleinere Kunstwerkchen umeinander liegen, die man dafür verwenden könnte.
Und eventuell werde ich da einen schmaleren Rahmen auch in diesem Style drumrum setzen. Wenn mir das zu viel wird, werde ich das aber vielleicht auch einfach nur so aufhängen. Aber man könnte natürlich jetzt auch hier noch kleinere Sachen daneben hängen, die den gleichen Style haben wie das, um sich vielleicht auch so eine komplette Fotowand oder sowas zu machen. Ich glaube, das könnte auch nicht schlecht aussehen. So, jetzt versuche ich mal, mich hier so umzudrehen. Das Licht ist hier gerade sowas von bescheuert. Weil so viel Sonne von draußen reinkommt. Ich habe da schon meine Lampe angeschaltet. Ich hoffe, dass das einigermaßen was hilft. Entschuldigt bitte auch dieses Chaos, was hier unten ist. Ich habe hier immer noch Werkzeug liegen, was ich ständig brauche. Auf diesem kleinen Tisch wird später allerhöchster Wahrscheinlichkeit nach mein Wasserkocher stehen. Also das Unterteil seht ihr da hinten schon. Und mein Toaster, sodass dieses ganze, ja, also dieser Bereich ein bisschen nicer und dekorierter aussieht als jetzt. Aber ich hoffe, ihr könnt euch das trotzdem vorstellen. So, hier, wenn wir hier zur Küche gehen, sehen wir hier den zweiten Rahmen. Ich finde es ganz cool, dass es jetzt hier direkt neben meinem Sitzplatz ist. Also hier sitze ich meistens, wenn ich Mittag esse oder so. Und das ist irgendwie so gemütlich jetzt. Also auch durch dieses graue Kissen. Das ist grau, kann man nicht so gut erkennen, ne? Aber mit diesem Schwarz-Weiß-Kontrast und dem Grau und dem Holz finde ich das eigentlich sehr, sehr cool. Also mir gefällt das total gut. Ich hoffe, euch gefällt das auch. Und ich hoffe, dass ihr vielleicht irgendwo eine Stelle habt, wo ihr das selber in eurem Zuhause auch anbringen könnt. Jetzt versuche ich nochmal zu dem anderen Fenster hier zu gehen, wo mein kleiner Kräutergarten hier ist. Und ich finde, das lockert so einen Raum einfach auch auf. Also ja, dieser Schwarz-Weiß-Kontrast von dem Papier, ich finde das total cool. Und insbesondere mit so einem hellen Holz schaut das natürlich total cool aus, wobei ich mir das auf einer farbigen Wand auch sehr gut vorstellen kann. Ja, ihr Lieben, das war's von mir für heute. Ich gehe mal hier zu diesem Fenster zurück, wo man das besser sehen kann, wie das aussieht. Ich hoffe, es war eine kleine Inspiration für euch. Beim nächsten Mal geht's wieder weiter mit einem junkjournaligeren Projekt als diesem hier an meinem Tisch. Das hier war so ein kleiner, ne, wie soll ich sagen, ein kleiner Seitensprung oder wie sagt man da? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt mir gesund, bastelt euch was Schönes. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.